So. Muss ich einmal kurz den. Und ich habe mir einmal eben auch noch den Sekt von gestern geholt. Weil ich hatte ja gestern für frisches und leckeres Abendessen und alles vorbereitet. Und da habe ich dann ausnahmsweise. Er trinkt ja eigentlich keinen Sekt. Dann ja, Rubinsekt quasi rausgekramt. Weil Wein schlägt immer direkt auf den Magen bei ihm. Deswegen würde ich den heute austrinken, weil beim Sekt bin ich mir immer unsicher. Den trinke ich höchstens am nächsten Tag, aber nicht darüber hinaus. Warte eben zwei Heim, FF14 reinzukommen. Oh, scheiße. Ja, sind halt jetzt alle wegen Endwalker, ne? Versuchen halt alle hier die Story und so weiter ein bisschen zu spielen. Für dich gilt übrigens auch die Warnung. Wir sind jetzt nämlich auch in Endwalker drin. Wenn du dich nicht spoilern lassen möchtest, dann müsstest, ne? Es bleibt dir überlassen, ob du bleiben möchtest oder nicht. Weil wir sind kurz vorm Ende. Also es sind, glaube ich, noch 8, 9 Quests bis wirklich zum finalen Ende von 6.0. Und deswegen kleine Warnung. Hier ist eine Spoiler-Falle. Alles gut, okay. Gut. Dann, ne? Dann alles gut. Danke, Hybris. Hybris hat es auch nochmal gemacht. Weil ich sage es lieber vorher, weil nicht, dass es hinterher heißt, oh, ne? Hat ja keiner Bescheid gesagt. Habe ich in anderen Streams schon erlebt, deswegen sage ich das lieber vorher. So. Nebenbei machen wir hier auch noch die Windätherquellen, damit wir hier von A nach B irgendwie bald mal fliegen können. Aber da bin ich in der letzten Welt jetzt nicht ganz so arg hinterher. Und dafür müsste ich jetzt halt direkt in den Norden, ne? Gehen wir doch erstmal. Dann können wir uns vielleicht da hinten auch schon harmonisieren. Eventuell. 108. Dann gebe ich Tagebuch den ganzen Tag machen. Aber irgendwie immer blöde Gruppen gehabt. Kenne ich. Hast du mal nicht gesagt, ich soll die ganze Zeit zu und erfahre erst jetzt, dass du mich spoilerst. Hybrids! Ernsthaft! Ernsthaft! Nö. Du bist selbst schuld. Und Level 80 kommt auch immer näher. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, wir haben vorhin Level 90 erreicht. Ja. Ich freue mich sehr drüber. Danke. War auch ein hartes Stück Arbeit, muss ich sagen. Wobei man wirklich sehr, sehr gut mit den Erfahrungspunkten und so weiter auskommt, mit der Routine. Ich glaube, nur ein einziges Mal musste ich was anderes zwischendurch machen, weil mir da, glaube ich, weiß gar nicht, 1000 oder 10.000 Punkte hatten mir da, glaube ich, gefehlt. Da ist die Windhinterquelle. Spaß machen. Das Leben ist ernst genug. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Man zum Kommen Leben hat, Plan fehlt auch. Ja, den habe ich leider. Ich weiß gar nicht, bis wohin habe ich den gespielt? 60. 60. Mein Reaper ist jetzt auf 77. Gut, und das Sage ist immer noch auf 70. Mit dem Sage habe ich noch nicht großartig gespielt. Ich glaube, ich war in einer einzigen. In einem einzigen Dungeon. Mit dem. Und ich glaube, das war ein Anfänger-Dungeon. Wenn ich mich recht entsinne. Und mein Reaper. Mit meiner kleinen Kettensäge.
Aber ich bin noch stolz auf mein Baden. Boom, natürlich ist geschenkt, wo du angepasst ist. So ein nice Reaper. Ja, der Reaper ist richtig, richtig geil. Jetzt habe ich hier Richtung Westen. Ja, ich laufe jetzt nie wieder Richtung Westen. So viel Langeweile habe ich dann doch nicht. Warum laufe ich eigentlich zu Fuß? Also der Reaper ist richtig, richtig fest und den spiele ich auch verdammt gerne. Wenn dann irgendwann das nächste Addon kommt, spiele ich mit dem Reaper weiter. Huch. Teilchen. Seid willkommen in unserem Domizil. Wie ihr seht, ruhen derzeit alle außer mir in ihren Schlafstätten. Vermutlich seid ihr einen solchen Anblick als materielle Wesen nicht gewohnt. Nun, jeder dieser Kristalle beherbergt eine Ea. Wohl wenigstens wie auch Endwalker. Mach mal einen Catgirl zum Bodyboard. Ich finde sie sehr auch nice. Das muss mal sein neues Hieß spielen. Ja! Wie gesagt, bei den Bunny Boys bin ich immer so, ne, wer es mag, okay. Aber ich bin lieber, ne, mit meiner Katze unterwegs. Und ich muss sagen, ja, das Sage ist cool. Sage ist wirklich cool. Aber ich mag den Reaper lieber. Also bisher das, was ich vom Sage gesehen habe. Ich bin aber auch nicht so die Heilerin. Ich bin froh, dass ich meinen White Mage irgendwie auf 61 gekriegt habe. Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie das geht. Ich liebe diesen Griffin als Girl. Ach, diese, oh Gott, wie heißen die nochmal? Rodgar? Rogar? Ich weiß es nicht. Davon sollte irgendwann auch ein weibliches Dingens geben. Bei deinem Kitty. Oh, Hybrid. Bei deinem Kitty. Ach ja. Schlafstätten? Ich hätte erwartet, ein Lebensstrom wie die Ehe bräuchte keinen Schlaf. Aber den hier niemand an eine Methode, neues sterbliche Körper zu erschaffen? Ah, die Sichtweise einer vergänglichen Lebensform. Und durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass euch nur ein Wimpernschlag an Zeit zur Verfügung steht. Doch Zeit und Wünsche allein bergen für uns keinen Anlass, unsere Ruhe zu unterbrechen. Na, ich kann jetzt die Öhrchen wieder abmachen. Also, die Bunny Boys sind halt schon cool, aber wie gesagt, das ist halt für mich persönlich zum Beispiel halt auch nichts. Ich mache einfach einen Lala. Oh Gott. Also wie gesagt, die vier Kerle sind cool, aber ich selber würde mir auch keiner stellen. Aber besser als die Bunny Boys. Oh, die armen Kartoffeln. Erreicht uns im Schlaf eine unerwartete Eingebung, so verfolgen wir sie bis zu ihrer Erfüllung. In der Zwischenzeit ruhen und warten wir. Natürlich besteht dafür ganz wie ihr vermutet habt, keinerlei psychologische Notwendigkeit. Eure Ankunft stört unsere Ruhe nicht im geringsten. Im Gegenteil, sie ist eine willkommene Abwechslung. Es steht euch jederzeit frei, Kontakt zu den Ea in den Kristallen aufzunehmen. Dafür müsst ihr euch ihnen lediglich ein Stück näher und sie gedanklich nähern und sich gedanklich ansprechen. Oh Gott. Die reden viel zu hochgestochen, die Viecher. Aber sie sind süß. Die sind voll cute. Guck mal. Ich weiß nicht, die erinnern mich an... Oh, wie heißen denn die Viecher nochmal? War das aus Kingdom Hearts? Diese Herzlosen, glaube ich. Diesen Blubbelaugen. So ein bisschen erinnern die mich daran. Jo, Herzlose, eine Art von denen. Ich glaube, oh Gott, wie heißen diese ganz Kleinen denn? Ich komme gerade nicht drauf. Diese kleinen Lurche. Heißen die nicht sogar Lurch? Nee. Einfacher Herzloser, kleiner Herzloser. Die ganz kleinen Baby-Dinger.
Die auf jeden Fall. Daran erinnern mich die. Von den Augen natürlich nur. Alles andere sieht natürlich nicht aus wie ein Herzloser. So. Da ist noch ein Kristall. Hui. Lol, meine dicke Katze ist einfach mal in den Stein gesetzt. So, dann darüber. Also ich finde diese verrottete Welt eigentlich echt mega schön. Trotz, dass sie verrottet ist. Bin aber erstmal ganz schön essen. Mach das! Was gibt es denn bei dir? Und lass es dir natürlich schmecken. Gegessen habe ich Gott sei Dank schon. Vor allem, Frühstück hat sie für mich extra auch noch eine andere Hälfte vom Baguette im Ofen. Die kriege ich aber heute nicht mehr auf. Die esse ich morgen. Da bin ich viel zu satt für gerade. Ich versuche ja jetzt gerade auch wieder so dieses Intervallfasten zu machen, dass ich zwar trotzdem ganz normal esse, weil halt so gewisse Ruhephasen haben mit Essen. Das versuche ich so ein bisschen. Ob es klappt, ist die andere Sache. Ein Jahr lang hat es auf jeden Fall ganz gut geklappt, bevor ich zu Frischus gezogen bin. Also ich hierher gezogen bin. Das ist eigentlich immer ganz gut geklappt. Das Problem ist, zu zweit schmeckt Essen halt einfach besser. Hähnchen Curry mit Reis. Hybrid. Foto. Essen. Sofort hierher. Gleich eine Portion hierher liefern. Dass ich nicht rausfliege. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ja, aber man kann ja rausfliegen aus FF14. Ich schraube wie immer mein Essverhalten runter. Das Problem ist, in der Woche esse ich so gut wie gar nichts. Am Wochenende fresse ich eigentlich. Das ist echt schon fressen. Das ist richtig schlimm. Weil da ist halt, ne, mein Verlobter zu Hause und dann schmeckt das Essen ja, wie gesagt, deutlich besser, wenn man dann zu zweit isst. Oder vielleicht auch mal verwöhnt wird. Ne? Naja. Nun, haben die anderen sich bereit erklärt, eure sterbliche Neugierde zu stillen? Ja, so halb, ne? Ganz wie ich erwartete. So mancher eher verliert während der andauernden Ruhe seine Identität. Ihr Geist ist nunmehr eine Ansammlung von Äther, durch die Überreste einer Seele innewohnen. Doch sorgt euch nicht um jene, die verloren sind. Diejenigen, die auf euer Rufen reagiert haben, werden uns sicherlich in Kürze Gesellschaft leisten. Bis gleich, Hybrid. Also ich mache das meistens in Gebieten, wo ich dann halt gerade auslaufe, weil ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du den Standort halt nicht änderst. Weil dann, man merkt dann halt, ja, okay, die Person bleibt da halt am gleichen Standort stehen. Deswegen mache ich das meistens, dass ich dann so eine gerade Strecke habe. Klappt natürlich nicht in diesen Gebieten. Dann klappt dann halt eher so in den Low-Level-Gebieten. Dann mache ich das tatsächlich mal. Aber in der Regel, wenn ich streame, sitze ich ja meistens direkt mit dran. So. Gerade wenn ich in der Goldshaus war am Samstag. Ja gut. Dann, wenn man da rumläuft, ja klar. Aber wie gesagt, meistens, ich gehe da meistens so alle 20 Minuten kurz runter, tippe einmal kurz die W-Taste, dass ich einmal kurz angetickert bin und gehe wieder hoch. So mache ich das manchmal. Wenn ich dann aber zum Beispiel halt gar, also nach einer Stunde dann immer noch nicht runtergehe, dann ist das doch nicht wild. Bisher war die Warteschlange bei mir eigentlich auch relativ kurz. Heute das erste Mal wieder relativ lang. Also relativ. 600. Das ging. Das war nur in Ordnung. Das war vertretbar. Die letzten Tage immer so
Ja, zwischen 20 und 50. Einfach Autolaufen aktivieren und kein Problem. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel im Finsterwald bin oder in der Umgebung von Limsa, stelle ich mich einfach dahin, mache Autolaufen, laufe dann halt die komplette Ecke runter. Und wenn ich dann irgendwo stehen bleibe, dann ist das halt erstmal Wumpe. Dann hast du halt trotzdem erstmal deine Zeit. So mache ich das halt. Wenn ich wirklich lange weg bin. Passiert aber eigentlich nicht im Stream. Da sind wir wieder. Leider wollte mir keiner der eher in den Kristallen antworten. Aber die anderen hatten mehr Glück. Zumindest ein paar von ihnen konnten wir wecken. Ah, seht, da kommen sie auch schon. Das sieht so weird aus mit diesen Dingern da auf dem Kopf. Warte, 2 Stunden, jetzt sind es immerhin Platz 76. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das längste, was ich gewartet hatte, war letztes Wochenende 8 Stunden. Dies sind La Laka, Diffdeck und Nenek. Oh Gott, sind die süß. Nee. Nee. Es ist lange her, seit wir uns auf diesen We auf diese Weise begegnet sind, bei der Kupko. Täusche ich mich oder hat Sard 4 in der Zwischenzeit einen ganzen Orbit durchlaufen? Dem ist wohl so. Einige unserer Freunde scheinen derweil gar jegliches Bewusstsein abhanden gekommen zu sein. Diese Reisende hier haben vergeblich versucht, sie zu kontaktieren. Reisende? Oh, richtig. Jene, die zu wissen wünschen, weshalb wir die Sterblichkeit zurückerlangen wollen, nehme ich an. Eine Frage, deren Antwort klarer scheint als die Galaxien in der Ferne, sollte man glauben. Doch meine Erläuterungen allein erschienen mir für den effektiven Gedankenaustausch nicht ausreichend. Darum bat ich sie, euch zu wecken. Bin ich der Einzige, der sie nicht auseinanderhalten kann? Ich fürchte, mir geht es ähnlich. Offenbar hat das Annehmen einer ätherischen Gestalt die Ehe einen Teil ihrer Individualität gekostet. Einen Teil? Kurkot, darf man annehmen, dass du den Reisenden bereits einen gebührenden Empfang bereitet hast? Wie du weißt, ist bei der Ankunft von Gästen das Einhalten der althergebrachten Ehretiketten von äußerster Wichtigkeit. Ah, die gute alte Etikette. Die ist mir ganz entfallen. Einfallen tut sie mir ebenso wenig. Wenn du mir kurz auf die Sprünge helfen könntest? Ich finde das sehr verstörend. Das könnte ich wohl, wenn ich es wüsste. Leider hatte ich gehofft, du würdest es wissen. Oh Gott. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Wie wäre es, wenn wir unsere alten Aufzeichnungen zu Rate ziehen? Mit Verlaub, Ninette. Diese Aufzeichnungen haben keinerlei Bedeutung mehr für uns, zumal sie längst eingefroren und somit unzugänglich sind. Ist dir denn selbst das entfallen? Oh, jetzt fällt es mir wie Sternschnuppen von den Okularen. Speisen! Die alte hergebrachte Ehretikette ist es, gemeinsam mit den Gästen zu speisen. Ihr könnt doch gar nichts essen. Sterbliche Lebensformen müssen ihre Energiezufuhr durch die regelmäßige Aufnahme von Nahrung regulieren. Ihnen Äther mit diesen Funktionen anzubieten, ist ein effektives Mittel zur Kommunikation unserer freundschaftlichen Gesinnung. In der Tat, in der Tat. Ach du Scheiße. Reisende, falls eure Gebräuche es erlauben, laden wir euch hiermit zum gemeinsamen Mahl. Im Anschluss an die Förmlichkeiten können wir unseren Gedankenaustausch fortsetzen. Was wollt ihr denn bitte essen? Wenn wir dadurch mehr über das Volk der Ehe erfahren, haben wir keinen Grund, ihre Einladung abzulehnen, oder? Exzellent. Wenn ihr uns denn folgen möchtet, seid versichert, dass ihr bei uns den reinsten Äther des gesamten Kosmos serviert bekommt. Schmeckt Äther denn? Das war die andere Frage. Kann man das essen? Jetzt will ich nochmal nachziehen, nicht, dass ich mich verzählt habe. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit der Quest sind es 8. An sich noch 7 Quests. Danach.
Kosten, okay, aber... Nee. Nee. Nee, jetzt nicht. In dieser Einrichtung füllen wir unseren erschöpften Ätherreserven wieder auf. Sie hat zwar keinen besonderen Namen, doch die Nostalgiker unter uns bezeichnen sie zuweilen als Restaurant. Yeah, okay. Möchtest du dich nicht zu deinen Kameraden gesellen? Nur zu, lass deine Nervenfasern nach Herzenslust in unserem köstlichen Äther baden. Ich habe Angst vor dem, was wir gleich zu essen kriegen. Okay, Nachbildung von Essen gibt's nicht. Hi. Nun, habt ihr unseren schmackhaften Äther genossen? Leider konnten wir ihn nicht aufnehmen. Unserem Körper fehlen wohl die nötigen Organe. Wie bedauerlich. Darf ich fragen, welches eurer Organe für die Nahrungsaufnahme zuständig ist? Undenkbar, der Mund? Wie überraschend primitiv. Dient euer Mund nicht zugleich der Sauerstoffzufuhr? Organismen mit einem derart ineffizienten Stoffwechsel sind in dieser Galaxie längst ausgestorben. Ob schon uns der Genuss eures Festmahls verwehrt geblieben ist, danken wir euch für das freundliche Willkommen. Je mehr wir an euren fortgeschrittenen Kultur teilhaben, umso mehr Fragen drängen sich uns jedoch auf. Sofern ihr sie uns beantworten wollt, würden wir gerne den wahren Grund dafür erfahren, der in euch den Wunsch nach einem natürlichen Ableben weckt. Ah, da ist sie wieder, eure sterbliche Neugier, diese beinahe entzückende Direktheit. Aber wer kann es euch verübeln? Wir werden versuchen, es euch zu erklären. Am Anfang, als unsere Ahnen noch körperliche Formen besaßen, standen das Sterben nach, Streben nach Wissen und Fortschritt im Zentrum unseres Daseins. Getrieben von dem Glauben daran, alles Leid verbannen und die pure Glückseligkeit erreichen zu können, versuchten wir, sämtliche Grenzen unseres Daseins zu überwinden. Unsere Grenzen gab es im Überfluss, von den greifbaren wie Land und Ressourcen bis hin zu den ungreifbaren wie der Leistungskraft eines Individuums. All diese Grenzen jedoch waren nichtig überwinden. Überwinden man nur des sterblichen Fleisches selbst. Davon waren wir überzeugt, denn unsere eigene Lebensspanne war zu kurz für das Erlangen wahrer Erfüllung, doch zu lang, um sie sorglos versiegen zu lassen. Zugleich verbrauchte allein die Aufrechterhaltung unserer körperlichen Verfassung Unmengen an Energie und Forschungsaufwand. Als es unserem Volk eines Tages gelang, die Hürden der Sterblichkeit hinter sich zu lassen, war die Euphorie unerschöpflich. Endlich waren wir frei von den Fesseln unseres verderblichen Fleisches und durften einer unbekümmerten, grenzlosen Zukunft entgegenblicken. Die größte Errungenschaft daran war zweifellos die neu gewonnene Zeit, die es uns erlaubte, all den Rätseln der Wissenschaft nachzugehen, die uns bis dahin verschlossen geblieben waren. Und so fassten wir den Entschluss, die wahrlich allerletzte Grenze des Daseins zu überschreiten. Wir wollten uns das Wissen um den Ursprung von allem aneignen, was jeder Wiege der Schöpfung entsprungen ist. Es dürstete uns danach nicht nur die Entstehung des Universums oder die Vernetzung der Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen, sondern auch die Zukunft voraussagen zu können. Wir glaubten, dass wir uns endgültig von aller Ungewissheit und Angst befreien könnten, wenn wir die ganze Wahrheit nur zu verstehen lernten. Und habt ihr euer Ziel erreicht? Ja, das haben wir. Wir enthüllten die größte Wahrheit von allen. Die Kenntnis dieser Wahrheit ist für die Fortsetzung unseres Gesprächs unerlässlich. Wenn ihr sie wirklich erfahren wollt, so werden wir sie mit euch teilen.
ausgeschlossen, so primitiv ihre Rasse auch sein mag. Die Einzelweihen wären unsagbar grausam. Aber sie haben immer noch ihre sterbliche Hülle. Mitsamt der Wahrheit zugrunde zu gehen, wäre ihnen ein leichtes. Ist es da und nicht unsere Pflicht, als höher entwickelte Wesen, ihnen die Qualen des von den von uns gewählten Pfades zu ersparen? Was glaubst du? Ob wir sie wohl... Wir haben uns beraten und sind zu einem Konsens gekommen. Solltet ihr sie hören wollen, werden wir sie euch eröffnen. Die Wahrheit hinter der Existenz des Universums selbst. Die Entscheidung obliegt euch allein. Sobald ihr bereit seid, kommt nach Ilgea, einem Ort außerhalb des Domizils, in dem die Grabmäler unserer Ahnen stehen. Die Quests gehen eindeutig zu schnell rum gerade. Die größte Wahrheit von allen? Na schön, lasst uns zu ihnen gehen und herausfinden, was ein solch aufgeklärtes Volk von seinem Weg abbringen konnte. Puh. Die 7. Quest, danach sind das nur noch 6. Ich weiß nicht, irgendwas in mir zuckt gerade, dass ich es heute schon beende, aber das werde ich nicht. Irgendeine Quest wird wieder so ewig lange dauern. Und vor allem, ich glaube, am Ende kommt bestimmt, zumindest eine Prüfung wird am Ende kommen. Und da eine Gruppe für zu finden, ich glaube, das... Nee. Ich glaube, das ist morgen wirklich wahrscheinlicher. Du und die anderen möchten sicher und ohne Umschweife den Eher folgen. Doch ich bitte euch noch um ein wenig Geduld. Es gibt etwas, das ich zuvor in Erfahrung bringen möchte. Die Sache wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Das verspreche ich. Aidari und Raha, würdet ihr mich begleiten? Nur Aidari und ich? Nun, in Ordnung. WB Hybrid. Ich danke euch. Der Ort, der mein Interesse geweckt hat, befindet sich außerhalb des Domizils. Bitte folgt mir. Ich weiß zwar nicht, was du plötzlich vorhast, aber wir vertrauen dir, Orion G. Wir suchen in der Zwischenzeit den Ort, an dem die Ehe warten. Kommt auf dem direkten Weg dorthin, sobald ihr fertig seid. Und keine Bange, wir werden das Gespräch nicht ohne euch anfangen. Alter, 7 Quests sitzt. Also mit der hier 7 Quests. Das. Oh Gott. Ich will nicht umbrennen. Okay. Weiter geht's. Der Himmel ist so schön. Nur das da macht mir Angst. Was ist, wenn das Ding plötzlich auf uns drauf knallt? Dann sind wir Matsche. Huch, bloß in die Richtung. Nein, lass mich. Ich hole mir einmal kurz die Windätherquelle, die irgendwo dahin verarschen.
die irgendwo da hinten ist. Okay, das ist wirklich sehr weit weg. Richtung Osten. Das ist dann irgendwo da hinten. Bin ich sogar schon hier ganz hinten. Gut, hier können wir ungestört reden. Dafür mussten wir so weit weg. Kommt dir an dieser Quelle irgendetwas verdächtig vor, Orion J? Nein, das ist es nicht. Jeder andere ruhige Ort hätte es ebenso getan. Verzeiht mir, Freunde. Euch hierher zu bringen war nur ein Vorwand, um mit euch allein sprechen zu können. Ja, aber dafür so weit weg? Wir sind ganz Ohr. Sind wir das? Es geht um Ultima Thule. Oder vielmehr darum, woraus es besteht. Soweit wir wissen, sind alle Lebewesen, denen wir hier begegnen, bloße Trugbilder von Bewohnern bereits zerstörter Welten. Und eben dieser Umstand weckt Zweifel in mir. Sowohl die Drachen als auch die Ea halten sich selbst für lebendig, doch wie ist es möglich, Trugbilder untergegangener Völker zu erschaffen, deren Bewusstsein nicht über den Zeitpunkt ihrer Vernichtung hinausgeht? Das ist es. Metheon ist sowohl den Drachen als auch den Ea von ihrem Untergang begegnet. So konnte sie sich ihre Gefühle als unmittelbare Nähe einverleiben und war dazu in der Lage, derart lebensechte Nachbildung zu erschaffen. Auch mir kam eine solche Theorie in den Sinn. Das bringt uns zu der Frage, was diese beiden Völker zu ihrem Untergang geführt haben könnte. Deinem Bericht aus Elpis zufolge besaß Metheon als Entelechie die Gabe, Gedanken und Emotionen jener, die sie umgaben, nachzuempfinden, als wären es die ihren. In der Beziehung zu Hermes fühlte sie nicht nur banale Dinge wie etwa seine alltäglichen Vorlieben, auch seine Wut und sein Kummer vermengten sich in ihrem eigenen Herzen. Alsbald wurde diese Gabe zum Fluch, da sie im Laufe ihrer Reise auf Lebewesen traf, die sich das Ende der Welt herbeisehnten. Guten Abend, Mappa. Wie geht es dir?
Metheon war machtlos im Angesicht solch starken Verlangens. Machtlos gegen das Verlangens, doch gleichsam ausgestattet mit der fatalen Macht, es wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Leider liegt die Vermutung nahe, dass Metheon der Todessehnsucht anderer Lebewesen erlag und somit eigenhändig das Dynamis entfesselte, das für Völker wie die Drachen oder die Eher den Untergang herbeiführte. Dies gilt natürlich nicht für alle Gestörte, die sie auf ihren Reisen besuchte. Einige müssen bereits vor ihrer Ankunft zerstört gewesen sein. Nichtsdestotrotz ist es einzig und allein die Kraft eines glühenden Wunsches nach dem Ende, der diesen Ort in einen Ort ohne Wiederkehr zu verwandeln vermag. Wenn uns der Pfad voraus versperrt bleibt, bleibt uns keine andere Wahl, als uns jene Seele entgegenzustellen, die diesen Wunsch verkörpern. Warum sagst du all das ausgerechnet uns beiden? Weil ich meinen Kameraden ein Versprechen gab. Ich schwor, nie wieder einen bedeutenden Gedanken von ihnen zu verbergen. Und diesem Wort gedenke ich von nun an treu zu bleiben. Was dich betrifft, mein Freund, betrachten wir es als einen Ausgleich für die Geheimnisse, die zu bewahren, mir den Kristallexarch einst auftrug. Denn zu jener Zeit folgte ich trotz meiner Zweifel dem von ihm gewählten Pfad, wohl wissend, dass an dessen Ende ein großes Opfer auf uns wartete. Nun bin ich es, der dich darum bittet, mir diesen Gefallen zu erwidern, während ich mich meinem eigenen Schicksal zuwende. Oh nein, ich weiß, wo jetzt nächstes geht. Als stünde es mir zu, eine solche Bitte auszuschlagen. Vergib mir, ich bin mir der Folgen meines Handelns bewusst und kann lediglich auf dein Verständnis hoffen. So gern ich auch verdränge, was vor uns liegt, so wenig kann ich der Antworten entfliehen, die ich mir während unserer Reise offenbarte. Eine Antwort auf die Frage, wann ich endlich die Stärke erlangen würde, den Zweifel in meinem Inneren die Stirn zu bieten. Wenn dies dein Entschluss ist, werde ich mich dir nicht in den Weg stellen. Doch lass mich dir eines sagen. Folge deinem eigenen Willen, mein Freund, und niemandes sonst. Tu, was du tun musst, um die Stärke zu erlangen, die du dir wünschst. Das werde ich. Du hast mein Wort. Nun denn, begeben wir uns zurück zu unseren Kameraden. Auf nach Elegea. Elegea? Elegea? Wie auch immer. Mir geht's mal gut, hab heute den ganzen Tag geschlafen, weil irgendwie sag, oh. Ja, dann hast du das auch gebraucht, wenn du lang geschlafen hast. Wir sitzen seit, ich glaube, 12 Uhr. Kommt das hin? 12.30 Uhr. Sitzen wir schon wieder an Endwalker dran. Oh, und es sind nur noch 7 Quests. Und ich bin gerade echt mega am Hadern mit mir. Weil ich weiß, wie lang die letzten Phasen sein werden. Ja. Nun denn, achso, ja, begeben wir uns zurück. Ja, komm. Begeben wir uns zurück. Aber erstmal trinke ich sowieso den Sekt aus. Also. Und eine Stunde haben wir noch. Ich hatte ja erst gesagt, eineinhalb Stunden, als sie wieder kam. Ah, ja, wir sollten ihm folgen. Das da eigentlich. Was ist das? Oh Gott, wir geben die Quest ab. Es sind nur noch 6 Quests. Dafür habe ich jetzt 7k von mir aus. Du Scheiße. Ich hatte heute Morgen 600. 670? Naja, auf der einen Seite. Eigentlich wollte ich ja morgen Endwalker beenden. Ich bin aber davon ausgegangen, dass ich noch mehr... Also noch länger brauche. Jetzt sitzen wir aber in der letzten Etappe. Es sind jetzt nur noch 6 Quests bis zum Ende. Gut, das Ende dauert wieder mindestens eine Stunde. Ich gehe mal davon aus, es gibt eine Inni und es gibt eine Prüfung. Also eine Prüfung sowieso. Das
muss sowieso sein. Aber ich gehe von aus, vorher gibt es auch eine Inni. Das heißt, das allein sind schon mal, ich schätze, mindestens 2 Stunden. Wahrscheinlich sogar 2,5 Stunden. Und je nachdem, wie lange die Quests halt vorher sind. Ich habe halt die Questliste offen. Ich weiß, wie viel noch kommt. Nur die Quests sind gerade verdammt kurz. Sie sind viel zu kurz. Und ich habe Angst, dass wir dann tatsächlich so vor dem Ende stehen und ich dann ausmache. Und ich dann wahrscheinlich wieder nicht schlafen kann vor Aufregung. Weil das hatte ich gestern nämlich schon. Gestern war ich nämlich auch schon so, weil ich noch die Sachen vom letzten Mal im Kopf hatte. Ich darf sie leider nicht sagen wegen Spoiler. Außer die, die es natürlich gesehen haben. Ich hadere so mit mir. Ich hoffe, dass die nächsten Quests länger dauern, sodass ich es nicht schaffe. Damit ich es morgen beenden kann. Und nicht, dass ich vor der Inni stehe und denke mir so, scheiße. Mache ich oder mache ich nicht? So. Wir scheinen sind alle anwesend. Lasst uns hören, was sie eher zu sagen haben. Also gut, hier wären wir. Werdet ihr uns nun erzählen, was das für eine Wahrheit ist, die ihr entdeckt habt? Wie ihr wünscht, doch eines vorweg. Das Ziel dieser Unterredung ist nicht, euch wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass ihr sie versteht. Das heißt, wir werden die zugrunde liegende These und die theoretische Beweisführung nicht im Einzelnen nachvollziehen. Vielmehr werden wir uns auf die Schlussfolgerungen und die Konsequenzen für unsere Spezies konzentrieren. Die Erkenntnisse, die wir erlangt haben, führen auf jene 3 zu einer kollektiven Hysterie. Es ist nicht wünschenswert, dass euer Planet im gleichen Phänomen erlebt. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir euch die Details über diese Zeit verschweigen. Es ist euch überlassen, auf welche Weise ihr euer Wissen mit uns teilt und welche Details ihr preisgebt oder nicht. Bitte, führt eure Erläuterungen fort. Am Anfang aller Zeit war unser Universum nichts weiter als ein winzig kleiner Punkt. Doch in einem bestimmten Moment expandierte es explosionsartig. Es wuchs zu gewaltiger Größe heran. Als Spezies, die an die Oberfläche eines einzelnen Planeten gebunden ist, wird durch seine wahre Größe für immer verschlossen bleiben. Wir aber erkannten, zu was diese Expansion, die immer noch andauert, unweigerlich führen muss. Je weiter sich die glühenden Sterne voneinander entfernen, desto kälter wird das Universum. Wenn das Feuer der Sterne erkaltet ist, wird jedes Leben erlöschen und kein neues mehr geboren werden. Absolute Kälte und Stillstand werden herrschen. Das ist das Ende, auf das wir uns unweigerlich zubewegen. Unsere besten Wissenschaftler und Philosophen befassten sich mit der Überprüfung dieser Theorie. Zugleich trieben wir die Erforschung des Universums voran, um einen Ausweg aus diesem Schicksal zu finden. Aber alle Bemühungen waren vergebens. Dieser Aufwand war so kolossal und die Ergebnisse so ernüchternd, dass der Name dieses Forschungsprojektes zu einem Synonym der Sinnlosigkeit wurde. Uns war als Spezies klar geworden, dass das Ende des Universums unausweichlich ist. Die Auswirkungen waren katastrophal. Unsere einstige Kreativität und unsere Wissenslust versiegten. Und alle Anstrengungen erschienen sinnlos. Man stelle es sich vor, der gesamte Wissensschatz unserer Zivilisation, den wir seit Anbeginn Zeiten behauptet hatten, alles würde zu Staub zerfallen und spurlos vergehen. Am Ende würden nicht einmal mehr Wesen verbleiben, die diesen Verlust bedauern könnten. Keine von
wissensdurstgetriebenen Archäologen, die das Erbe unserer Zivilisation je bergen könnten. Das ist die unausweichliche, ernüchternde Konsequenz des Endes allen Seins. Und so schienen wir mit einem Mal wie eitle Narren. Unser gesamtes Wissen, unser einstiger Stolz, wurde zu einem Mahnmal der Bedeutungslosigkeit. Das ewige Leben war unsere größte Errungenschaft. Doch am Ende war sie nichts als Hohn für uns. Und so begann unser Volk, der Existenz selbst den Rücken zu kehren. Diese Monumente hier enthalten die Namen derer, die die Äthertilgung einem sinnlosen Leben vorzogen. Und dennoch gab es viele, denen selbst diese Geste sinnlos erschien. Auch ich sehne mich nach dem Ende. Daher möchte ich meine fleischliche Hülle wieder erlangen, um auf diesem Wege endlich die Erlösung des Todes zu kennen. Ihr seid frei in euren Entscheidungen. Aber wir können euch nur raten, eure Zeit nicht mit dem sinnlosen Streben nach Wissen zu vergeuden. Unwissenheit ist ein Segen. Einzig das Leben in seiner ursprünglichsten Form verspricht ein Quäntchen an Glück. Das ist eine tragische Geschichte. Aber ich kann euren Ratschlag nicht befolgen. Denn es gibt keine absolute Wahrheit. Sie ist immer eine Frage des Standpunktes, offen für Interpretationen und Zweifel. Ihr haltet unsere Erkenntnisse über das Ende des Universums also für falsch. Ihr habt es doch selbst gesagt. Es ist uns ohnehin unmöglich, eure wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verstehen. Ich kann eure Theorie über das Ende des Universums weder beweisen noch widerlegen. Und in der Kürze des mir geschenkten Lebens werde ich wohl auch nie in der Lage dazu sein. Aber eines steht fest. Dass Unwissenheit ein Segen sein soll, werde ich niemals glauben. Istola, warte, nicht! Alles, was ich weiß, habe ich nicht dadurch gewonnen, indem ich Berge fremden Wissens studiert habe. Nein, man muss es sich selbst aneignen. Diesem Weg bin ich schon immer gefolgt. Und das so erlangte Wissen und die Erfahrungen haben mich zu der gemacht, die ich heute bin. Es sind Gefühle wie Liebe und Freude, aber auch Trauer und Zorn, die mich mein Leben lang angetrieben haben. Das Universum wird enden? Alles ist umsonst? Als würde mich das davon abhalten, mich des Lebens zu erfreuen. Ich werde weiter diese Welt mit meinen eigenen Augen erkunden. Euer Weisheit letzter Schluss kann meiner Neugierde nichts anhaben. Die Worte einer rückständigen Existenz. Ich hatte es schon befürchtet und ich sehe mich bestätigt. Die Wahrheit ist zu kompliziert für eure kleinen Geister. Wir werden euch wohl lehren müssen, wohin der Pfad des Wissens am Ende führt. Ihr werdet schon erkennen, dass die Hoffnungslosigkeit die einzige Wahrheit im Universum ist. Hört mir jetzt gut zu. Mein Körper wird sich auflösen und einen Weg eröffnen. Aber dieser Prozess ist möglicherweise umkehrbar.
Der Kristall Asems, der Heidelins Segen wirkt. Wenn unsere Seelen überstehen, kann uns seine Kraft vielleicht in diese Welt zurückrufen. Aber das darf nicht geschehen. Die Pfade, die wir eröffnen, würden sich wieder schließen und unser Opfer wäre vergebens. Wir waren alle bereit, unser Leben für den Sieg zu geben. Also schreitet nun weiter voran, immer weiter, bis das Ziel erreicht ist. Lass mich gemeinsam mit dir voranschreiten, Ishtola. Teilen wir doch ohnehin die gleichen Überzeugungen. Uriangé. Mein Wille ist nur ein Funken im Vergleich zu deinem Feuer. Ich bin voller Zweifel und bedauere so manchen Fehler. Aber wenn ich an der Seite meiner Freunde stehe, dann wachse ich über mich hinaus. Das hat mich diese Reise gelehrt. Das ist es, woran ich glaube. Wie viele Prophezeiungen habe ich schon studiert, welche die Wahrheit geschickt zu verschleiern wussten. Prophezeiungen, die jeder anders auslegen kann. Lass mich eine machen, an der es nichts zu deuten gibt. Die, die vor uns kamen, werden dir weiter trotzen. Und jene, die uns folgen, werden die Kraft haben, voranzuschreiten. Wahre Worte, Uriangé. So soll es sein. Und da waren es nur noch 4. Oh. Kurios. Das Licht ist in diese erloschene Zivilisation zurückgekehrt. Richtig. So leicht stoppst du uns nicht. Und dich erreichen wir auch noch. Wir warten dort. Bei uns? Ist das auch ein Stern? Wir haben schon so viele Sterne bereist. Die meisten waren bereits verdorrt. Und wenn wir doch eine erschöpfte Zivilisation vorfanden, waren sie ihre Existenz überdrüssig. Unsere Flügel haben uns weit getragen. Und auf unserer Reise haben wir eines gelernt. Selbst der Tod ist nicht das vollkommene Ende. Das Leben ist Teil eines ewigen Kreislaufs. Endet es, so wird es eins mit dem Planeten. Vergeht der Planet, wird dieser Teil eines anderen, noch größeren Kreislaufs. Und so nehmen die Qualen erneut ihren Anfang. Der einzige Ausweg, das einzig wahre Ende allen Seins, ist nur dann erreicht, wenn kein neues... Darf ich hier in die Fritze hauen, bitte? Das ist es. Darf ich hier endlich eine reinhauen? Was wir uns für alles Leben unseres teuren Ätheres wünschen. Deshalb haben wir um diesen toten Stern unser Nest gebaut. Er ist unser Ei, das wir nie ausbrüten. Ein Leben, das niemals geboren werden wird, versteinert in Zeit und Raum. Ich frage mich, ob ihr je an mein Nest gelangen werdet.
Boah, die Frisse. Wird euer Wille versiegen, bevor ihr euer Ziel erreicht. Halt einfach die Klappe. Das denkst du ja, die Segler, glaube ich, auch gerade. Ich will nicht wissen, wer als nächstes geht.